Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer schönen weiteren Folge von diesem wunderschönen Spiel namens Generation Zero. Warte mal, ich muss eben... Generation Zero. Ach komm, das klingt doch viel zu normal, das machen wir nicht. Nee. Warte, ich muss mal eben alles komplett durchladen. Lad mal alles durch jetzt, komm. Ich muss mal gucken, habe ich denn noch andere Munition? Tatze, komm mal her. Salve. Salve, Cäsar. Ach, da habe ich ja noch 657 Schuss am Mann. Geilo. Weiter geht's. So, hier, Verkehrskontrolle, die Papiere, bitte. Was ist denn hier los? Also Sprengstoff, ne? Damit kann ich ja mittlerweile handeln. Ja, aber du machst das nicht. Nee. Behalt's. Alles meins. Meins. Alles meins. Bin wie eine Möwe. So. Hallöchen. Aber seit wie vielen Wochen die Rundumleuchten hier schon laufen, ne? Also was die für gute Batterien haben, die Schweden? Ja. Ich sage dir... Können wir uns ja mal ein Scheibchen abschneiden hier in Deutschland, ne? Oh, schau mal, was ist das da? Was denn was? Oh. Achso, ein LKW wolltest nicht rein? Doch, gleich. Achso, da ist nichts drin. Will mal gucken, was das hier ist. Oh, eine Höhle? Haben wir eine Höhle gefunden. Wo bist denn du? In der Höhle. Alter. In der Höhle. Ja. Komm, wir schauen uns die Höhle mal an. Oh. Stirb! Na, ich weiß nicht. Will ich da rein? Will ich da überhaupt rein? Schon? Die haben aber auch nichts Besonderes oder so. Hallo, Onkel. Da liegt einer. Au! Was heißt denn hier au? Katze, mach was. Habe ich hier was Geheimmäßiges entdeckt? Ich weiß nicht, dahin geht's noch weiter, aber da ist so dunkel. Wir haben doch Lämpchen. Wir haben doch ein Lämpchen. Ah, dein Hund hat mich. Ja, mein Hund macht sowieso nur Blödsinn. Der macht nur Blödsinn. Da war noch ein Sack mit Ruck drin. 50. Boah, lass mal. Pass auf, hier steht jetzt dann der Sensenmann drin, weißt du. Glaube nicht. Hallo. Und wir kommen nicht mehr rein, nicht raus, gar nichts. Dass die das nicht gefixt kriegen mit den Hunden. Da, schon wieder. Es ist einfach nur ein Traum. Es ist manchmal wirklich... Oh, was ist denn hier? Schau mal. Die hängt doch hier an der Wand, oder? Au, was macht denn ihr? Hunde, macht ihr auch mal was, bitte? Ah! Hinter dir, über dir? Über mir, hinter mir, oben, unten, links. Bin schon wieder vergiftet. Kleinen, miesen Dinger. Da musst du dich, warte mal, ich muss mal meinen Hund... fragen, ob der was für mich hat. Ach, da komme ich jetzt nicht ran. So, warte mal, ich muss mal ins Inventar kurz gehen. Da. Geh doch mal in dein Inventar. Das mache ich jetzt auch. Weißt du? So. Ich war jetzt in meinem Inventar übrigens. Super. Ich bin einfach gut, was sowas anbelangt. Wo sind wir denn hier gelandet? Dass wir uns von unserer Mission komplett ablenken haben lassen durch diese Höhle. Was ist das? Nein. Was ist, der ist doch schon tot. Oh. Naja. Oh, den hast du angezündet. Oh, hier haben wir wenigstens noch ein hochexplosives Geschoss. Ah, ich komme hier nicht mehr weg. Ja, weil der Hund im Weg ist. Ich glaube, der Hund ist im Weg. Mir noch mehr von euch kleinen Mistviechern. Du bist doch weg, ist doch alles gut. Ja, ja, jetzt bin ich wieder, ne? Oh, die Hunde. Zack. Wir sind heute sozusagen Höhlenforscher. Oh, vielleicht. Da nicht runter? Das ist vielleicht nicht gut. Da sollten wir jetzt nicht runter, ne? Gehen wir lieber hier lang. Warte mal, hier gibt es noch ein bisschen Kram für uns.
Grimse und Kramse. Wer sind Sie, junger Mann? Ja, wir gehen. Ja, also wir gehen auf jeden Fall, würde ich sagen. Warte mal, ich glaube, hier geht's eh nicht weiter, oder? Das werden wir gleich. Doch, hier geht's auch weiter. Sagen Sie mal. Hier leuchtet schon wieder irgendwas. Hier ist ein Stinky. Der ist schon tot. Aber hier ist noch. Waren dann. Oh. Na, was haben wir denn hier? Textilium, Textilium. Hier liegt noch so ein Typ. Der hat aber viel dabei. Das war hier der Höhlenforscher. Ja, Tatze, da kommst du nicht durch. Ich auch nicht. Was ist doch nicht? Hier geht's doch nicht weiter. Dann gehen wir wieder zurück. Wenn ich jetzt nicht gleich wegge... Ja, genau, das dachte ich mir. Ja. Dein Hund hat mich hier runtergeschubst und jetzt bin ich hier unten. Aber die haben das gut gebaut, das ist gut. Dann gehen wir hier runter, oder? Von wo kamen wir jetzt? Wenn ich das nur wüsste. Ah ja, genau. Ja, ja, nee, ich glaube, das passt schon. Passt schon. Ja. Ich höre schon wieder. Schon wieder was? Ja, ja. Ich bin in den Kampf eingetreten. Hallo. Mach es tot, mach es tot. Ist schon, aber das muss noch irgendwo was sein. Ich bin schon wieder stinky. Oh. Ja. Dein Hund. Manchmal ist es schon anstrengend. Das ist ein Rucksack, ne? Ja, da hinten ist noch so ein Dovi. Was ist denn das für eine Höhle, wo was hier jetzt wieder? Ich würde es dir sagen, wenn ich es wüsste. Ah, na, hier ist ja richtig. Na, hier gibt es aber viel für uns. Wo sind wir hier gelandet? Das weiß auch keiner. Du? Ich bin einfach hier runtergegangen, diese Holztreppe da. Ja, genau. Ach so, hier drüben. Ach, da bin ich ja gar nicht runtergegangen. Hier liegen ein Haufen Kollegen. Die haben wohl gedacht, sie können sich hier verstecken. Ja, da haben sie irgendwie falsch gedacht. So, komm her, ich will dich haben. Einen 5-Sterne-Schalldämpfer, ein Granatdingsbums. Ja, den nehme ich wenigstens mit. Ich habe echt. Bin schon wieder völlig überfüllt. Aber du hast deinen Hundi noch, ne? Denk dran. Der ist ja auch voll. Ach, der ist auch schon voll? Ja, ne, klar. Ich hab da ja, weiße. Ich hab da ja. Ach, schon mal, die haben Schach gespielt hier. Aha. Naja, wahrscheinlich haben die sich da ein bisschen gestritten. Irgendeiner scheint verloren gehabt zu haben. Oder sie wollten gerade erst spielen, weil eigentlich sieht es so aus, als hätte noch gar keiner einen Zug gemacht. Wow, wow, komm mal her. Komm, so, sag mal her. Hast du noch ein bisschen Platz für mich? Der hat noch ganz klein wenig Platz. Das ist immer so die Sache, was legst du jetzt hier weg, ne? Was legst du jetzt hier weg? Munition will der ja immer alles haben. Hier, den Bums kannst du haben. Ganz viel davon, das kannst du auch haben. Und dann bist du ja auch gleich voll. So, du schießt schon wieder rum. Nö, ich hab bloß mal meinen. Jetzt habe ich nämlich Munition gefunden für mein Sturmgewehr. Und ich wollte mal bloß ein bisschen ausprobieren, wie die sich so anhört. So, hat das Ding. Jetzt nischt, okay. Hat na, hier Ding war ganz viel. Oh, oh. Na los. Ja gut, oder? Hm, cooles Ding. Hier kommen wir nicht rein. Da kommen wir nicht rein. Außer du hast so ein Schreinereiwerkzeug dabei, so Hufeisen, oder? Irgendwas mit Eisen. Ja, das gefällt mir.
Das fährt man. Das ist gut, oder? So, jetzt geht's wieder hier rum. Hier geht's hoch. Und da geht's aber auch noch runter. Also. Ich glaube, wir müssen sowieso weiter runter, aber ich wollte bloß mal hier oben gucken. Hier ist doch auch schon wieder so ein Stinky. Ja, ja, hier knattert schon wieder was. Johnny Knatterton. Stopp, 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 stopp. Hui, den hat sie in der Luft zerrissen. Schon bin ich wieder verstinkt. Ist ein gelber Typ hier. Hier haben wir aber auch nichts. Weiter hier. Okay, also wir müssen dann echt zum nächsten Ausgang. Nein. So, ja, Kisten. Zum nächsten Unterschlupf, ja, ja, genau. Und dann wirklich alles ausräumen hier. So. Hallo. Juhu. Aber hier hat es schon ein paar zerknallert hier drin. Ich weiß es gar nicht. Welttournee Stufe 3 abgeschlossen. Aha. Welttournee? Ja, wir sind so berühmt. Stopp, 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 stopp. Ja, wenn du die an der richtigen Stelle triffst, ne, dann ist gut. Also die haben sich hier eindeutig... Ich mag mein Sturmgewehr. Wo kriege ich denn hier eine Anvisierung? Laufen wir jetzt durch die ganze Insel eigentlich? Das habe ich fast den Eindruck. Oh, hier geht's raus. Siehst du mal. Tada! Na, haben wir es doch geschafft. Aber ich höre schon wieder irgendwas ganz Großes. Ja, ich auch. Und ich sehe es sogar. Hallo. Haha. Ist das ein Lieber? Ich glaube nicht, dass der Lieber ist. Das ist bestimmt unser Kumpel. Aber wir könnten den von hier angreifen. Da haben wir ein bisschen Deckung, oder? Was meinst du? Ja, ich bleib hier auch. Los. Lade nach. Uhu. Du bleibst, wo du bist. Es ist okay, ne? Katze, mach was. Wow, 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 wow. Stinker, kleiner Stinker. Und tschüss. Ich mag die Position hier. Oder auch nicht. Hier wird ordentlich durchgerotzt. Ja, das tat dir gar nicht gut, ne? Oh, hier ist irgendwas Mimiges. Oh, oh. Jetzt nur nicht nach hinten gehen. Au. Au. Du hast dich umgeschmissen. Ich glaube, jetzt muss ich mich mal schnell heilen. Mocht es. Ich hau ihm weiter auf den Sack. Baby. Das hast du gut gemacht. Warte mal, dann nehme ich mal das Ding jetzt hier. Und ich habe gerade noch gesagt, das ist eine gute Position. Mhm, super. Ja, finde ich auch. So, wo ist er? Ein Schuss, weißt du? Ein Schuss. Und tschüss. Das ist doch herrlich. Da muss aber noch irgendwo einer stehen. Ja. Dahin. Und auch du, tschüss. Auch du, tschüss, jawohl. Tschüssikowski bis Daniwanski. Jetzt sind wir ja durch die Höhle gegangen. Jetzt sind wir eigentlich an unserer Mission vorbeigegangen. Jetzt müssen wir wieder zurück. Warte, ich will aber den Dicken nochmal angucken. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Vielleicht hat er noch was Cooles für mich. So, ein...
Ah ne, ich bin Level 25 jetzt. Ja, ich hab's schon gesehen und schon haben wir ein 5-Sterne-leichtes Maschinengewehr gefunden. Geilomat. Ein 5-Sterne-Mäuse. Ein 5-Sterne. Was da? Mein anderes war 4 Sterne. Aber es hat natürlich ein paar Mods drauf, ne? Das muss ich dann später mal nachgucken. Da hinten ist noch ein großer. Ja, wo? Ja, den essen wir auch auf. Komm. Weil das cool ist. Oh, ich habe nur noch ein. Ein? Eine Munition für ein mein Schingeling. Reißt ihn auseinander. Sehr gut. Durchziehen. Ein Patronengurt nach dem anderen wird hier durchgeladen. Oh. Oh oh, ich krieg Besuch. Oh, wo bist du? Bleib mal ganz geschmeidig. Er hat mich angezündet. Kleine miese Ratte. Jetzt bin ich gleich tot. Mach doch nicht immer so einen Schmankerl. Heile mich, heile mich. Ich heile mich. Boah, diese kleinen Biester hier. Stirb doch einfach. Der Große kommt, oder? Ja. Ja. Ihm jedes Kabel durch, was er hat. Mach das mal. Warte mal, ich muss mal. Aber schau mal, der spuckt immer kleinere auch noch aus. Naja, wir auf einmal auf einen Schlag sind dann wieder zwei kleine da. Ein bisschen amüsieren hier. Jetzt ist er kaputt, oder? Ich weiß oder sind nicht. Nur Teile runtergeflogen? Keine Ahnung. Ah, Leute, bleibt stehen. So, das sind ja wieder. Das ist ja ein Krieg. Ich glaube, wir sind im Krieg. Aber eigentlich steht mir hier oben echt super. Okay. Ach, du bist da oben. Ja, dann komme ich wieder. Ja. Komme ich wieder zu dir. Das war wieder einer unserer Hund. Oh, lalala. Danke für so, die Heilung. Noch einer da irgendwo? Und hier, da. Eieieiei. Hä? Komm nicht mal um die Ecke hier. Kann nicht mal gucken. Lade nach. Du kleines Feuerschwein. So, jetzt muss ich aber mein. Oh. Hier ist noch was los. Warte, hier ist noch so ein kleiner Scheißer. Ja, ja, wo kommen denn die alle her? Sag mal, ist da irgendwo ein Nest? Hm. Schnell mal heilen. Da oben ist noch ein großer. Ist der noch da? Ich habe ihn nämlich nie mehr gesehen, ne? Naja, so ein Hunter. Ach so, nicht so ein ganz großer. Okay. Der schmeißt die ganze Zeit mit irgendwelchem Mist rum. Oh, jetzt war er durch. Alter Schwede. Nun ist aber gut. Aber jetzt müssen wir zu dem anderen Dicken da auch nochmal hin, weil vielleicht hat der ja auch coole Waffen, weißt du? Ja, ja, ich bin schon am Schauen. Zeig mal her, mein rosane Freund. Rosane Hosen. Oh, rosane Hosen zu meinen rosanen Schuhen, das wäre ja auch. Nee, der hat leider nichts gehabt. An Waffen.
kann leider nichts mitnehmen. Ich muss noch ein bisschen... Ja, danke. Danke, Hund. So. Was hast denn du hier alles verloren, sag mal? Da denkst du an nichts Schlimmes? Oh, was ist denn das hier? Oh. Mensch. Das ist ja traurig. Da war wohl einer. Hat hier das Zeitliche gesegnet. Schade. Er möge in Frieden ruhen. So. So, jetzt müssen wir aber echt langsam mal. Ja, hier Richtung 2. Also wir müssen jetzt eigentlich wieder zurück, weil wir sind ja durch den Berg gegangen. Ja, ja, der Berg ruft, ist doch klar, oder? Der Berg ruft. Öster Helan, da lang, 2 Kilometer. Das ist das Nest hier, oder? Schon. Das ist noch nicht. Ajojo. Nee, nee, das ist noch weiter weg. Hier gibt es 2 Waffen. Das hier ist nur ein Campingplatz, weißt du? Und eine hätte ich schon gefunden. 2 Sterne-Schalldämpfer, könnt ihr behalten. Campingplatz Frackkudden. Frackkudden. Wer ist er hier? Ihm ist, glaube ich, schlecht. Ihm ist schlecht? Gucken dir doch an, der hat doch eindeutig Magenkrämpfe. Soll mal Iberogast nehmen oder sowas. Guck mal, hier ist wahrscheinlich was drin. Aber nur wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist da was drin, wahrscheinlich. Ich hätte ja auch gern nur eine Kiste gehabt, weißt du? Die gönnen uns ja, einfach nicht. Ich bräuchte tatsächlich schon alles. Also ich müsste auch recyceln und ich habe echt einen Haufen Zeug jetzt drin. Dann lass uns doch, warte mal, ich habe doch Funkgeräte dabei, ne? Pass mal auf. Nein, nein, wir gehen jetzt weiter zur Mission. Ich hätte jetzt, weißt du, da willst du einmal helfen. Hallo. Ich bleib hier. Geh doch mal, ich will hier rein. Ja. Und Essen für 2 ist auch schon da. Die Herdplatte hätten sie mal sauber machen können. So. Wenn Gäste kommen, ne? Ja, ja, natürlich. Frau Riesentöter-Neuling. Oh. Brandbeschleuniger. Upsi. Guten Tag. Nee. Ja, dann gehen wir mal. Warte mal. Ich lad noch mal eben nach. Saltbomber? Schön. Hier muss die Putzfrau aber mal, was haben wir denn für ein Datum? Der 14. 14. irgendwas? 14. irgendwas, genau. Ich könnte es nicht erkennen, weil sie hat meine Brille nicht auf. Oh, was ist denn hier? Zeltlager? Oh. Das ist ja nett. Eine Gitarre. Die Gitarre und das Meer. Ich möchte bitte die Gitarre haben. Und was machst du da mit der Gitarre? Na, spielen. Bin ich froh, dass man hier die Gitarren nicht nehmen kann. Warum? Wenn du damit spielen möchtest, bin ich sehr froh. Willst du etwa sagen, ich kann nicht spielen? Ja, genau das will ich sagen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Wieder eine Knisp. Also hier in dem Zelt musst du bloß einmal im Kreis gehen. Ist doch alles nur Mist. Wir wollen jetzt endlich die fetten Waffen haben. Ah, komm, nicht oh, hier sind auf. Blumen. Blümchen? Blümchen? Jo. Das ist ja schön hier. Auch hier, in dem bleibe ich. In dem Zelt. Da war ich schon. Hier war ja die Gitarre. Und Blümchen. Die hast du gar nicht gesehen. Naja, ich schon gesehen schon. Aber nicht beachtet. Ich bin ja auch ein Mann. So. Mir schenken da alle paar Blümchen. Schau mal, hier ist noch ein Kiosk. Kiosk? Das ist ein Wohnwagen. Nein, da vorne ist ein Kiosk. Und da waren wir doch schon drinne. Naja, also in dem Wohnwagen hier waren wir noch nicht drin. Aber in dem Kiosk. Guck mal, hier gibt's Kohl, hier können wir Suppe machen. Ach ja, das ist die andere Seite. Ich habe einen böser Clown-Dings gefunden. Mhm, Make-up. Toll. Hier steht, Angriff ist die beste Verteidigung. Im Schild. Ich kann nämlich Schwedisch. Mhm. Kochst du uns was oder nicht? Nicht. Ein Kohlsüppchen.
Ein Kohlsüppchen. Achso, hier war ich doch schon drin. Oh ja. Stick. Was heißt... Oh. Ah, schau mal. Ein Sammelgegenstand. Was hast du für uns? Aber keine Kiste oder so, gell? Nee. Das Licht ausmachen. Da kann er in Ruhe schlafen. Der Arme. Also Wäsche waschen hätte er auch mal können. Hallihallo. Grüß dich. Kann der nicht ausrauben, den Typen? Ja, da musst du ein bisschen rumzerren. Genau, schieß nochmal auf und das hilft. Er schießt den nochmal. So. Nochmal ein Zelt. Schon wieder. Sag mal. Hier gibt's nur Dosenpfirsiche. Ja, da ist nichts drin. Noch eine Waffe. Ein Zielfernrohr für Präzisionsgewehre. Ja, dann komm halt mit. Du willst es. Naja, sowas kann man immer schön verschrotten, weil Stahl braucht man ja immer, ne? Oh, ich habe mittlerweile so viel Stahl. Was mir immer fehlt, ist Textil. Da musst du die Rucksäckchen nehmen. Naja, die nehme ich. Wir können mal nochmal schnell duschen, bevor es weitergeht. Oder ihr könnt auch liken und abonnieren, bevor es weitergeht. Das könnt ihr natürlich auch machen. Ja! Muss hier mal die Türe zumachen. Dann kommen wir vielleicht endlich zu Vater und Sohn. Vielleicht, ne? Aber es ist nicht zwingend. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wir campen noch ein bisschen. Hm? Genau, also jetzt kann ich auch schon nicht mehr laufen. Es ist tatsächlich so. Aber du läufst doch. Du hast doch schöne Schuhe an. Ja, aber ich kann nicht mehr schnell laufen. Okay, bis dann. Tschüss. Wir gehen weiter. Tschüss. Ja.